Ja, ja, was ist los? Ihr da draußen, seid ihr down mit dem Scheiß? Dave Pick, Mike Specht, Holunder Matt, ja, ja. Ich fahr euch ein wie so ein Engel, ihr Spinner raucht die Stängel. Hier ist David Krea, Mikrofon, bin ein Mann und ihr seid Bengel. Wisst ihr, wie ich mein? Kommt, geht heim und verpisst euch, ihr Schlawiner. Hier ist David P., der Mediziner. Ich mach euch eure Köpfe auf und heile sie von dem ganzen Abschaum. Aber ihr dürft nicht vor mir abschauen, ihr müsst die Energie selber generieren in eurem Hirn. Hier ist David P., der Mikrofon, spürt ihr es vibrieren? Da bin ich schon im Raum, explizit, ihr macht den Sound. Blumentopf im Haus, die Münchner sind down. Alles klar, der mit dem roten Käppchen hat nix Besseres im Sinn, als jetzt einfach loszurappen. Und ich sag dir was, wenn ich eines Tages zu viel verdiene, dann fahr ich mit der ganzen Kohle auf die Philippinen und geb sie den Entführern, dass ich mal die Geiseln sehen kann. Aber hier kommt der Typ, der geht das ganz, ganz extrem an, weil das ist mir schon mal 20.000 wert. Und ich weiß, wenn da nicht die gottverdammte Pause wäre, hoffe ich irgendwas von dieser Coolness hätte abgefärbt. Freestyle wäre nur halb so schwer, wenn der Takt nicht wäre. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall irgendwas gehen muss. Wir sind zu dritt, so wie Romulus und Remus, gründen unser Rom, wir sitzen auf dem zweiten Hügel. Jeder da draußen weiß, dass unser Scheiß beflügelt. Ihr lasst euch hängen wie Pullis auf dem Kleiderbügel. Ihr solltet lieber weiter üben. Ja, 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 ja. Das habt ihr nicht gedacht, ich hab was mitgebracht. Ich hab'n Hit gemacht, ihr habt mir zur Schicht im Schacht. Ich hab mich flach gelacht, ich hab dich nass gemacht. Hey, verdammt nochmal, aber ich bringe Leute springen wie bei Double Dutch. Wer macht den Quatsch? Ich bin's am Mikrofon, du denkst, dass es nicht stimmt. Ich dring durch deine Ohren, direkt in dein Trommelfell. Und ich weiß, manchmal bin ich langsam, manchmal auch besonders schnell. Ich sprech den Scheiß ins Mikro. Wohin noch sonst? That's how you do. Ich sprech den Scheiß ins Mikro. Wohin noch sonst? Ich sprech den Scheiß ins Mikro. Wohin noch sonst? That's how you do. Ich sprech den Scheiß ins Mikro. Wohin noch sonst? Ich halte meinen Scheiß frisch wie Tupperware. Ich bin der MC mit kurzen Haare. Nukleare Styles hab ich genug oder zuhauf. Ich weiß genau, dass die Platte jeder von euch draußen braucht. Kaufen braucht, niemals klauen oder überspielen. Ich weiß, dass nur wenige von denen leider übrig blieben. Die meisten MP3 aus dem Internet hier gezogen. Und wenn sie sagen, hätt's nicht gebrannt, dann war's gelogen. Yo. Gehen wir auf den Balkon, Inhalation ist angesagt, ich brauch das für meine Inspiration. David 58P am Mikrofon. Aber ich glaub, das ahntet ihr beim Kauf der Platte schon. So. Denn ich bin nämlich der Typ mit der Fresse auf dem Cover. David P., Mr. Superlover. Wisst ihr, wie ich mein? Extra für die Ladies. Ich sehe sie alle kreischen, bei meinem Auftritt schreien: Davey, du bist so geil, du bist so süß. Und jede freut sich von ihnen, wenn ich sie grüß, mit nem Winke-Winke. Aber ich mehr Hinke-Hinke, weil ich so dicht bin und gar nicht so erpicht bin, wenn die ganzen kleinen Kinder da unten stehen und sich freuen. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, wovon ich träum. Sie sollen sich nicht freuen, weil sie mich sehen, sondern weil ich so kluge Sachen sag. Hier ist David P., ich mach den Tag zur Nacht und umgekehrt. Ich mein die Nacht zum Tag. Ich bin der Typ, den deine Mutter sicher nicht mag, denn ich bin ihr mehr suspekt, ihr wisst schon, verdächtig. Ich wirke nämlich Junge, dauernd so Junge, bekifft Junge. Und übernächtig. Du rappst ja 3 Minuten durch, du Arsch. Aber ausgemacht war eigentlich was anderes, nämlich kurze Part. Also du in Mathe ne 6, ich den krassesten Text. Du rappst halt so geil, deine Latte die wächst. Weil du nicht weißt, woher es kommt, aber wenn du scheiß so geil ist, kannst du sicher sein, dass es ein echter Freestyle ist. Weil ich hier mit meinen Jungs mal Tiere spüren will und gegen Nazis kämpfen wie damals der Churchill. Ey yo, hier ist David Papo, Smooth und nicht Staccato. Aber ihr Typen macht hart und seid wirklich Sadomaso. Ihr seid nämlich so drauf, ihr schlägt Stiefel ab. Battle mit mir, wenn ihr Eier und einen Zipfel habt.